Ja, hallo, herzlich willkommen bei PPJ Pflege Priorpoint. So, hier habe ich beide Fußes noch mal vor mir stehen. Ich habe euch ja vor einiger Zeit gesagt, wie ich euch beide noch mal gegeneinander gestellt habe zum alkalischen Test, dass ich noch einen Langzeittest machen werde. Mache ich heute, starte ich heute. Heute haben wir den 7.9. 10 nach 10. Und hinter mir steht das Auto, das ist schon soweit vorbereitet. Das ist vor 4000 Kilometern geknetet, poliert worden, der Lack gut gereinigt. Ich habe ihn jetzt nochmal gewaschen oder die Testflächen. Und dann werden wir die beiden Fuso-Codes auftragen. Die werden wir an den hinteren Türen auftragen. So dazu. Wie gesagt, ich habe das alte Fuso ja schon mal getestet. Im Langzeittest könnt ihr mal reinschauen. Da hat es bei mir, oder beziehungsweise im 6-Monats-Update habe ich euch gezeigt, da war das noch voll im Gange hier. Und ich habe es aber später oder einen Monat später dann richtig abnehmen müssen, weil ich Testflächen brauchte. Also so 6, 7 Monate konnte ich jetzt damit fahren, sage ich jetzt mal. Hätte noch länger geschafft, ich denke mal bis zu 9 Monate vielleicht noch auf der Motorhaube, dazu gesagt. Ja, und hier unsere neue Version vom Fuso-Code habe ich ja, wie gesagt, im letzten Video, alkalischen Test, hat es nicht so gut abgeschnitten, hat es sehr geschwächelt. Deswegen mache ich jetzt einen Langzeittest und ja, ich nehme euch dazu. Bis gleich. So Leute, hier die hintere Türe, die werden wir jetzt erstmal entfetten. Dazu habe ich einen Silikonentferner, den nehme ich oft. Und hier nochmal zu Eckdaten, 72,3% Luftfeuchte bei 16,5 Grad. So, Handschuhe anziehen, nicht vergessen. Und ja, dann legen wir mal los. Hier ist nichts drauf. Ihr seht das an dem Handschuh hier. Okay, als nächstes gehen wir hin und tragen das auf dieser Seite, das neue Fuso Version 2 auf. Ich habe hier ein Mikrofaserpad genommen, nicht das originale. Und ja, dann tragen wir das mal hier auf. Ein Augenblick. So sieht's aus. Wie gesagt, nur eben reingehen. Wie gesagt, das neue Fuso ist etwas härter als das weiche. Könnt ihr mal in meinen Videos reinschauen und dann, ja, dann gehen wir das mal auf. Also ich sehe hier keine richtige Schicht drauf, also ich habe es sehr, sehr dünn aufgetragen. So, jetzt gehen wir im unteren Bereich. Der untere Bereich. So, das Ganze, je nach Witterung, können wir das jetzt Minuten, also 5 Minuten bis 10 Minuten ablüften lassen. Wir haben jetzt, wie gesagt, 16 Grad. Wir können das jetzt mal 5 Minuten aushärten lassen. Bis gleich. So, liebe Leute, die 5 Minuten sind um. Ich habe gerade nicht den Wecker euch gezeigt, aber es sind 5 Minuten. So, wir nehmen hier ein Mikrofasertuch und tragen das dann ab. Also ich sehe hier gar nichts drauf. Okay, ja, jetzt ist es auch viel glatter. Ja, wir gehen jetzt zur anderen Seite und machen da das alte Fuso drauf. Dazu muss ich eben den Wagen umsetzen, noch ein bisschen weiter hier rüber, damit ich auf der anderen Seite Platz habe. Okay, bis gleich. So, wir sind jetzt hier auf der Beifahrerseite und machen genau das gleiche, nur mit dem alten Fuso. Also wir entfetten hier.
Okay, hier mal den Test. Also der Handschuh bleibt drauf kleben. Okay. Okidoki. So, hier haben wir das alte Fuso. Auch hier nehmen wir ein Mikrofaserpad, machen das gleiche. Ganz wenig auftragen, das reicht schon. Und dann gehen wir mal hin und tragen das auf. Also ich muss hier nochmal bestätigen, also das ist doch ein bisschen schwieriger aufzutragen. Das alte Fuß. Aber es ist so schön dünn. Ich sehe es auch schon kaum, dass ich da was aufgetragen habe. Okay. Jetzt hier unten gehen wir nochmal hier eben drauf. Ja. Ja, okay. Wir geben dem Ganzen jetzt auch noch mal 5 Minuten. So, wir haben hier, wie ihr seht, 10.39 Uhr. 10.44 Uhr kommen wir wieder. So, hier mal die Uhrzeit. 44, ja jetzt 45. Und wir polieren das jetzt hiermit aus. Ja, ganz easy. Ganz einfach. Wenn man es dünn aufträgt, habe ich bis jetzt keine Probleme mit dem Fuso gehabt. So, ist auch schön glatt. Okay. So, liebe Leute, so schaut's aus. Ja, schöne glänzende Fläche. Wir können ja mal in die Nahaufnahme gehen oder ein paar andere Perspektiven mal aufnehmen. So, hier mal das alte Fuso auf der Beifahrer-Hintertüre. Wir gehen jetzt rüber zur Fahrerseite. So, hier mal die Fahrerseite, hintere Türe mit dem neuen Fuso. Ja, also so Schlieren oder Wolkenbildung sehe ich jetzt nicht. Okay, wir kommen eben zum Schlusswort. Ein Augenblick. So, wir schauen uns jetzt mal den Kilometerstand an für das Fuso Langzeittest. Fuso neu, Fuso alt. 120.310. Ja. Jetzt machen wir noch ein kleines Schlusswort. Einen Augenblick. So, liebe Leute, wir kommen zum Schlusswort. Ja, beide Fuso-Codes habe ich aufgetragen. Ihr seht hinter mir nochmal das Auto stehen. Auf den beiden Hintertüren jeweils ein Fuso-Code. Alles gleichberechtigt. Mit Mikrofasertuch Schwämme aufgetragen. Mit fast den gleichen Mikrofasertüchern abgenommen. Ja, hier habt ihr noch mal so ein paar Daten, Temperatur, Luftfeuchte, alles eigentlich beides gleich gehalten. Und so können wir jetzt in den Langzeittest starten. Es geht ja überwiegend Langzeittest, neues Fuso-Code. Also hier noch mal zum Hinweis, 12 Monat Wack-Code steht hier dick und fett drauf. Also soll auch wohl 12 Monate halten wie das alte Fuso. Und das beobachten wir mal. Mal gucken, wer anfängt zu schwächeln. Und dann mache ich euch ein Update dann, wenn ich das sehe. Und ja, da verabschiede ich mich. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, abonniert mich. Euer PP Autopflege Polierfreund. Tschüss.